Hallo zusammen, hier ist unser neuer Schützenkönig. Wie fühlt man sich Schützenkönig sein? Ja, ein spezielles Gefühl. Ich habe nie damit gerechnet. So viele Leute, die einen jetzt anschauen und interviewen und so. Das ist krass. Ja, jetzt hast du schon ein paar Interviews gehabt. Was wollen eigentlich meistens wissen? Oder was fragen sie dir am meisten? Ich glaube, alle fragen sicher, wie man das macht. Oder auch ein Tipp für den nachfolgenden Schützenkönig. Wie man die Sache angeht und so. Das fragt eigentlich jeder. Und was gibst du denn für einen Tipp? Einfach konzentriert sein, fokussiert nur aufs Ziel, den Kopf abschalten und dann einfach schiessen. Okay. Ich habe das auch gestern probiert, aber ich hatte ein bisschen Pech gehabt. Du hast ja noch 5'000 Franken gewonnen. Was willst du mit dem Geld machen? Keine Ahnung, ich weiss es noch nicht. Sparen? Ja, vorerst schon mal. Okay. Sonst weisst du schon, was auf dem Programm steht? Nein, also es gibt, glaube ich, jetzt einen Umzug oder so, aber sonst weiss ich nicht mehr. Ja, Frau Bürgin, es war ein unglaublich spannender Ausstieg heute, oder? Ja, es war wirklich spannend und ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass es Mädchen gönnt. Ich dachte, Mädchen hätten stärkere Nerven, aber es hat einen Bub gewonnen, was mich aber auch sehr freut für den Noah. Quote wäre ja eigentlich noch gut gewesen, damit eine Frau könnte gewinnen. Quote war mehr als gut gewesen, ganz genau. Das war ein unglaublich spannender Ausstieg gewesen. Wahnsinnig spannend. 31, 2x30, 2x29, wie im richtigen Leben, alles ganz knapp. Warum ist das Knabenschuss so wichtig für unsere Stadt? Das Knabenschuss ist ein ganz tolles Volksfest, das ist das eine. Und das zweite ist, es ist eine wunderbare Gelegenheit für junge Leute im Schiessport näher zu kommen. Der Schützenverband ist der viertgrößte Sportverband im Kanton Zürich. Wir unterstützen den vom Kanton her und das ist eine erstklassige Gelegenheit, auf eine relativ spielerische Art und Weise im Schützenwesen näher zu kommen. Ja, es hat ein Bub gewonnen, Quote, dass heute eine Frau gewonnen hätte. Ich wäre recht gross. Es hat deutlich mehr Frauen als Männer im Ausstich gehabt. Das wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zürcher Regierung so sein. Und sie haben nachher gesehen, was passiert ist. Wir Männer haben ein bisschen länger. Wir zögern ein bisschen. Aber wir setzen uns durch. Der Stockrau wieder am Knabenschiessen mit dabei. Warum kommen Sie alle Jahre gerne rauf? Ja, ich glaube, es ist immer ein bäumiger Anlass am Knabenschiessen. Ich sehe Leute, die ich kenne, freue mich über die jungen Leute, die am Knabenschiessen mitmachen, Mädchen und Buben. Und andererseits als ehemaliger Wederschwiler Stadtpräsident, das ist immer das Ort, wo die Schausteller nachher sind. Da sieht man von den Schaustellern an die einen oder die anderen. Und darum komme ich immer gerne. Ja, auch wieder am Knabenschiessen mit dabei. Seit vielen Jahren treffe ich Sie da. Warum sind Sie immer gerne da? Ja, es ist, seit ich Bub bin ich immer am Knabenschiessen. Ich bin nicht mehr so auf der verrückten Kilbibahne. Aber es interessiert mich immer noch. Und darum, es gehört zu Zürich. Das Knabenschiessen gehört zu Zürich. Haben Sie früher auch geschossen? Ja, selbstverständlich. Wie gut sind Sie gewesen? Ja, sagen wir mal so, es hat geklopft und ab und zu einen Preis bekommen. Heute dürfen Sie ja nicht mehr schiessen, aber ich habe gesehen, Sie sind König der Lösli. Ja, König der Lösli. Die Lösli gehören auch zum Knabenschiessen. Weil das wird ja alles in Miliz gemacht. Also alle arbeiten freiwillig und wenn wir da dürfen anständig essen und zum Festbankett eingeladen sind, denke ich, ist das nichts als anständig, wenn man auch ein Lösli kauft, das auch finanziell halbwegs rauskommt. Und haben Sie etwas gewonnen? Also mindestens 3, die in diesem Bereich sind, von diesen 50, wo man nachher schauen kann, was es gegeben hat. Genau, wir jetzt Stefan Bachmann, Pressechef. Was ziehst du für eine Bilanz zum Knabenschiessen dieses Jahr? Ja, ich ziehe eine sehr positive Bilanz. Wir können 4.069 Schützinnen und Schützen hier oben begrüßen. Das ist für uns natürlich sehr lässig. Der Ausstieg war extrem spannend. Der Bub hat sich durchsetzen gegen die 4 Mädchen. Meine Prediction ist wahr geworden. Das tut mir leid für die Mädchen, aber ein bisschen freut mich natürlich schon auch. Die Quote wäre eigentlich das ja so gut gewesen, dass das Mädchen könnte gewinnen. Ja, das ist schon so. Aber ich habe gesagt, jetzt, wo die Chancen so fest gegen die Buben stehen, könnten wir vielleicht mit unserem Geschlecht uns vielleicht doch noch durchringen. Was hat er alles richtig gemacht? Er hat ja ziemlich lange gewartet und dann hat er zugelegt. Ja, ich meine, er hat einen langsamen Start angelegt. Das ist sicher schon mal viel wert gewesen. Er hat zuerst mal alle anderen schiessen lassen. Ist aber nicht der Einzige, weil die anderen haben auch sehr langsam angefangen zu schiessen und er hat wirklich einfach die Geduld gehabt und Nerven bewiesen, dass er ruhig bleiben kann.
auch wenn die anderen mehr oder weniger eigentlich ihm schon einen sehr hohen Steilpass gegeben haben. Also er hat wirklich müssen sich anstrengen, dass er da noch gewinnen konnte. Und schlussendlich hat er auch nur mit einem einzigen Punkt gewonnen. Ja, Claudio Gick, auch dein Fazit vom Knabenschiessen, wie ist es? Ja, es ist wunderbar gegangen. Wir haben also ideales Wetter gehabt für Kilby und für die Schausteller. Für Schüsse war es nicht ganz optimal gewesen. Wir haben leider keine 35er, aber wir haben 534er und was mich besonders freut, 4 davon sind Mädchen. Und das hat natürlich einen spannenden Ausstich gegeben. Und eben, wie du schon gesagt hast, unglaublich spannend gewesen, Kopf-an-Kopf-Rennen am Ausstich am Anfang. Ja, es war sehr knapp gewesen. Also am Schluss, der Bub hat als Letzten abgeschlossen und hat prompt dann das beste Resultat im Ausstich geschossen. Jetzt an mir ist der Mike Bloch, er ist Obmann. Mike, deine Bilanz vom Knabenschiessen 2018? Leider kein Mädchen. Wäre schön gewesen, bei meinem letzten Knabenschiessen noch mal das Mädchen zu krönen. Wir hatten super Wetter, ich gehe davon aus, dass die Schausteller auch zufrieden sind. Und wir haben etwa gleich viel, die geschossen haben dieses Jahr. Gut über 4'000, ja, es war gut gewesen, unfallfrei, kein Krawall, tipptopp, alles gut gelaufen. Dabei wäre ja die Quote heute so gut gewesen mit 4 Mädchen. Super, ja, aber wenn die nicht haben können, dann haben sie es halt nicht können. Wobei sie haben gut geschossen, ich meine, sie haben 2,29 gehabt, 2,30, also es ist eigentlich um einen Punkt gegangen. Schade, aber das ist das Wettkampfglück. Du hast es schon vorher angesprochen, Mike, das ist dein letzter Knabenschiessen. Jawohl, ich habe es jetzt 12 Jahre gemacht als Obmann. Ich war schon 4 Jahre voran ein OK-Chef vom Fest. Und jetzt ist es Zeit, mal aufzuhören und andere Kräfte anzulassen. Danke vielmals für alles, was du gemacht hast und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals. Das Stimme vom Knabenschiessen 2018. Ja, und wie hat es eigentlich dir gefallen, Cori? Ja, super, obwohl ich nicht so gut geschossen habe, aber ich freue mich mega für den Noah. Wir haben ja zum Glück einen Schützenkönig gefunden. Das war es vom Knabenschiessen. Kilby, die ist oft bis um 11 Uhr und wir gehen jetzt auch gerade fahren, oder? Genau. Ciao zusammen.